Weißt du was? Wir bringen jetzt die Sachen nach Hause und dann fahren wir einfach mal raus hier. Die Welt in Tenerharz ist auf jeden Fall eine Welt, die sehr grün ist. Es gibt keine Autos mehr, nur noch Shared Cars. Es ist eher so ein Zurückgehen zur Nachhaltigkeit. Deswegen haben alle irgendwie Secondhand-Klamotten an, meistens so. Und jeder probiert sich irgendwie so aus. Und wenn ich mir die auch kaufe? No fucking way. So vom Stil, von der Bildlichkeit ist es sehr bunt und vor allem auf Nachhaltigkeit aus. Sencha, zweiter Aufguss. Irgendwie ist es auch eine Wunschwelt, weil es so viele positive Entwicklungen in der Zukunft gibt. Man fährt mit dem Fahrrad eine Wiese mit lilanen Blumen hinunter. Alles spricht dafür, dass Sommer ist. Ich bin Rad gefahren. Ich kann nicht Radfahren. Ich glaube, gerade so in der Küche gibt es, glaube ich, die ein oder andere Sache, die ich auch ganz gerne hätte. Mele, deine Hafermilch ist aufgebraucht. Was ich total mochte in meiner Wohnung, gibt es so einen kleinen vertikalen Garten. Es ist eine Welt, die auf der einen Seite technisch eben ist und dann ist aber das große Bestreben zurück zur Natur. Toni? Mela, heute Abend Tankstelle, Oskar legt auf. Heute Abend? Komm schon, gehst du jetzt gar nicht mehr vor die Tür, bloß weil du diesen harten Mr. Robot bei dir zu Hause hast? Jetzt vergiss den doch mal für eine Nacht und komm vorbei. Safi kommt. Ari ist da, Bruno, Marie. Es wird nett, Mila, Milena. Na so, nett wird's, na dann. Na gut. Tankstellen werden zu Clubs. Parkplätze werden zu Community Gardens. Das ist immer tricky. Der Index fängt bei 0 an. Das erste Element ist also Karte ist gleich eckige Klammer 0. Genau. Wer wünscht sich das nicht?